Jenny Elvers, 51, trat vor einer Woche nach den Schlagzeilen über ihren Alkoholrückfall erstmals wieder auf den roten Teppich, begleitet von ihrem Sohn Paul Jolich, 22. Die Frage, die sich nun stellt, wird Paul in Zukunft öfter in der Öffentlichkeit zu sehen sein? Normalerweise hält der 22-jährige Immobilienmakler sein Privatleben eher fern von neugierigen Blicken. Ich kenne das seit 22 Jahren, erzählte er Tag 24 bei der Movie Meets Media Gala im legendären Atlantic Hotel. Aber durch meine Mutter ist das natürlich unumgänglich. Ich kenne die Öffentlichkeit, ich meide sie nicht, aber ich suche sie auch nicht, so Paul, der seit 3 Jahren glücklich mit seiner Freundin zusammen ist. Vor einem Jahr verrät seine Mutter auf einer Veranstaltung, dass Paul bereits sein Herz verschenkt habe, auf dem roten Teppich blieb seine Freundin bisher jedoch unsichtbar. Sie hat ein ganz normales Leben neben der Öffentlichkeit, fügte Paul im Interview hinzu. Doch vor einigen Wochen änderte sich ihr gemeinsames Leben schlagartig, Paul und seine Freundin erwarten ihr erstes Kind. Wir haben vor 3 Monaten einen Welpen bekommen, verrät Paul weiter. Der kleine Vierbeiner sorgte in den ersten Wochen für schlaflose Nächte, aber mittlerweile ist er stubenrein, hört gut und schläft durch, wie der stolze 22-Jährige berichtete. Bleibt die Frage, ob Paul in nächster Zeit wieder im Fernsehen zu sehen sein wird, oder ob er sich lieber auf sein Leben mit Freundin und Hund konzentriert. Ich habe diverse Anfragen, aber ich schaffe das allein zeitlich nicht, erklärte Paul. Allerdings gäbe es ein Format, das ihn reizen würde, das einzige, das ich machen würde, wäre Promi Big Brother. Das ist nicht so schlimm und das geht auch nicht so lang, sagte er lachend. Zudem findet er es cool, dass sein Vater Alex Jolich, 60, bei der ersten Staffel von Big Brother dabei war und seine Mutter schließlich die erste Staffel von Promi Big Brother gewann. Das ist sozusagen Familientradition.